Autsch! Feuerschnabeltier ausgebrütet. Feuerschnabeltier, Flugschnabeltier, Erdschnabeltier und Wasserschnabeltier. Für das Wasserschnabeltier müssen wir, glaube ich, diesen Fisch finden. Tja. Feuerschnabeltier haben wir ausgebrütet. Das Wasserschnabeltier, das Flugschnabeltier können wir mit der Windhose machen. Da müssen wir uns noch was ausdenken. Gefunden habe ich es schon mal. Jetzt muss ich es nur noch ausbrüten. Ja. Gut. Ah, hier ist ein Nest. Da können wir vielleicht das erstmal reinsetzen. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Sehr gut. Schon irgendwie drollig. Jetzt gibt's keine Feuerschnabeltier-Eier mehr. Auf der Karte. So, der alte Pirat steht immer noch dort. So, ich habe die Befürchtung, dass wir doch nochmal hier bei irgendwie Gadget Shop. Vielleicht kriegen wir hier irgendwas. Gut. Saftpresst gut. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Bitte vergessen Sie nicht, die Waage zurück an Ihren Platz zu legen, bevor Sie den Laden verlassen. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Aha, Socken. Au! Anti-Schwerkraft-Socken. Wieder runter. Unzerstörbare Sonnenbrille, der ewig genug gehört. Aha. Au! Hier gibt's Lollis. Was haben wir hier? Goldener Drache der Unsichtbarkeit. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein Vorführmodell. Ich habe ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausstrecken und... Aham. Ist ja schon gut. Ja, wir haben ein Saftpressen mit den unzerstörbaren Sonnenbrücke in die Dunkelheit. Vielleicht können wir die Brille aufsetzen. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende. Oh, ich sehe gerade, ja, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Mach's kaputt. Auch dazu würde mir... Aber ich lehne es ab, in Spaten zu denken. Oh Gott. Vielleicht... Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Aha. Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Geil! Irgendwie müssen wir das kaputt machen. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren... Auch nicht, wenn Sie... Ja, ja. Und sie ist... Unzerstörbar ist sie. Okay. Lot Omar, vielleicht können wir... Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Na, ein Lottomat, verstehe. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen.
Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedo-Ausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Da müssen wir doch was machen können. Na dann, mach's gut. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber die Ausstellungsexemplare dürfen unter keinen Umständen aus dem Ladenbereich entfernt werden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aha. Ist ja schon gut. Ach, schade. Haben wir wieder zurückgelegt. Thema mit Ködern. Klauen. Und das Hakenglas. Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich. Den Haken. Was war es noch gleich, was ich... Ja, einge... Aua. Wir haben einen Haken. Ich glaube jetzt den Haken mit dem Faden. Sehr gut. Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Sehr gut. Ein Hakengedöns. Damit können wir doch bestimmt die Flagge jetzt ausrichten. In der Theorie dürfte das klappen. Wie es mit der Praxis aussieht, weiß ich nicht. So, Windhose. Na komm. Ich würde locker ran, aber solange... Oh. Ach du Schreck. Willkommen beim für Halbmast praktisch. Ach du Schreck. Was denn jetzt? Ist die Flagge wieder so? Na sag mal. Die Flusen, vielleicht können wir die Flusen. Ich verkacke hier einiges. Ah, okay. Schon mal sind die Flusen noch mit Asche besetzt. So, Windhose und Halbmast. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen, dann habe ich ein astreines Katapult. Der Flagomat reagiert nur auf mich. Praktisch. Wie wär's denn? Öse. Oh. Nichts passiert. Da bin ich ja heilfroh. Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Alles, was fehlt, ist die Munition. Festigt aber noch nicht ausreichend gespannte Windhose. Flugschnabeltier-Ei. Und jetzt? Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Ich muss es nur noch irgendwie spannen. Du alter Spanner, Rufus. Wie wär's denn? Ich hab da so eine Idee, wenn wir jetzt hier mit dem Staubsauger hier... Flusensieb. Hey, da ist ordentlich was von der Asche drin, die ich oben in den Flagomat geschüttet habe. Vielleicht kann ich die nochmal verwenden. So, stark gespannte Windhose mit Ei. Na dann. Und ups. Genau. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann... Was soll das denn? Krieg ich doch diesen dämlichen Knoten nicht mehr auf. Warum muss ich auch so ein begabter Knotenknüpfer sein? Ja. Schraubenzieher. Hehe, mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann... Ja, und dann Knoten lösen. Hilfe! Ja gut. Also scheinbar nicht mit dem... Wenn ich mit dem Spaten... Hehe! Mein Schnabeltier kann... Ich muss nur noch den... Und da... Tja, hat jemand einen Scherer? Ich hab keine. Tja, also...
Wasserhand. Wasserschnabeltier vielleicht. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten oder wofür auch immer man. Tja, vielleicht Köder. Hehe, mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann. Und dann? Ja. Hilfe! Ja. Also. Die Knoten lösen. Knoten. Genau. Ich muss nur. Krieg ich warum? Verdammt. Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn wir da oben wieder. Ich glaube zwar nicht, dass das klappt, aber. Hehe! Mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann. Und dann? Dann? Da brauchen wir etwas zum Schneiden. Ach Rufus, warum machst du auch so gut Knoten? Ich hab da aber auch eine Idee. Wo wir was Scharfes herkriegen könnten. Rasiermesserfisch. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Ja. Gut, so das soll dazu. Ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht... Das wäre doch jetzt eigentlich das Genialste. Diesen Fisch, wenn... Ja. Generator ausschalten. Haben wir hier irgendwo. Ah, Generator. Dann mach aus das Ding. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem. Geh aus! Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Geh aus, verdammte. Das ist kein Schrott. Wie kriegen wir den denn jetzt aus? Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Tja. Das macht schon Sinn. Wenn wir den jetzt auskriegen, dann ist das dann dunkel dort drum und dann... Flusen, vielleicht können wir Flusen rein. Das ist kein Schrottverbrennung. Das ist kein Schrottverbrennung. Sicher, dass das nicht geht. Das würde einiges. Brot. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Tja. Den Generator ausschalten. Ja. Das ist kein Schrottverbrenn. Ja gut, dann erstmal so nicht. Ich weiß, wie wir das Wasserschnabeltier zum Schlüpfen bringen. Wir haben doch hier Tiefkühltruhe. Steck es in die Tiefkühltruhe. Welche Schnabel gleich nochmal in der Fibel nachblättern? Ah ja, es waren Erdschnabeltiere. Wer soll sich... Okay, die Erdschnabeltiere. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Ah, okay. Fehlt nur noch die Erde. Die Erde, ja stimmt.
Zikünchen. Die hole ich mir auch ab. Zikünchen. Erde gibt's hier. Kübel voll Erde vielleicht. Wasser. Meine Sachen sind auch so schon schmutzig. Ich muss sie nicht noch extra im Dreck wälzen. Ja. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Ein passendes Behältnis. Warte mal kurz. Was denn mit dem Eimer von der Köder? Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Das stimmt.